Hallihallo, da sind wir wieder bei Venetica und es ist gerade Sonnenuntergang, so wie es aussieht. Und ich muss erstmal hier nochmal ein Stückchen zurücklaufen. Boah, ich habe schon wieder alles vergessen. Ich habe mir jetzt echt angewöhnt. Wie war das? Wie ziehst du deine Waffe? So. Das ist jetzt die Mondklinge, die möchte ich natürlich nicht haben. Ich möchte diese Klinge, die man nicht sieht, weil das Lederteil da drunter vorguckt. Genau, das ist die richtige. Die möchte ich gerne haben. Und haben wir eigentlich keine. Was ist das denn hier? Das ist so ein oller Pilz. Haben wir hier keine Tränke oder sowas mehr? Was macht denn der? Gesundheit 20. Na doch, ist ja richtig. Gesundheit 30. Das ist so ein bisschen Notfallsalbe. Obwohl, was haben wir hier noch? Gesundheit 15. Na, das ist dann mal so ein kleines Gesundheitsdingsi und das ein etwas größeres Gesundheitsdingsi. Äpfel auch 20, 20. Naja, gut. Dann will ich mal hoffen, dass es hier vielleicht ein. Oh Gott, ich muss erstmal wieder. Nee, das war gehen. Das will ich natürlich nicht. Das ist mir zu langsam. Ach nee, das macht sie wahrscheinlich nur. Ah, jetzt geht das. So, ich wollte mich nur reinfinden, bevor jetzt hier irgendwas kommt. Und jetzt war hier nämlich eine Sequenz. Ob das Venedig ist? Ach, Ivo. Okay, kannst du irgendwas machen? Nö. Oh. Ach, je. Oh, shit. Warum bin ich da? Bin ich doch noch gar nicht. Hä? Wo war das denn jetzt? Das raff ich ja jetzt nicht. Da bin ich doch noch gar nicht gewesen jetzt. Nee, das finde ich jetzt nicht nett. Das finde ich jetzt ja gar nicht nett. Hier war ich doch noch gar nicht. Ach, hier wäre das gewesen. Okay. Den knöpfe ich mir aber vor. Sowas von. Warum kann ich hier nicht. Ich wollte eigentlich hier ins Haus gehen, Mensch. Das geht nicht. Doch, das geht. Komisch. Irgendwas springt hier gerade rum. Also, das war jetzt nicht richtig, auf jeden Fall. Das sollte später kommen. Ach, Da da ist er ist sie. ja. Schnappt sie euch. Oh. Oh, fuck. Da ist ja jemand. Ich bin voll raus. Ich sollte mal einen Trockenobst essen oder so. So. Ach Gott, das waren mir jetzt ein bisschen zu viele, muss ich sagen. Wahnsinn. Ich esse das jetzt hier alles auf, weil ich möchte möglichst volle Energie haben. Ach Gottchen, das war mir jetzt ein bisschen zu hart. Naja, ich drück doch ST. Ah! So, der ging schon besser. Aber das war immer noch nicht alles. Da ist noch einer. Ich block doch.
Ich habe ja auch echt keinen Platz zum Abrollen. Das nervt mich gerade sehr. Obwohl das ja eigentlich jetzt ganz gut gelaufen ist. Auch wenn ich hier bestimmt nicht die... Kann ich da durchgehen? Nein. Bestimmt nicht die Waffe aus der Hand legen werde. Ist das die richtige? Ja. Da oben steht noch der Fritze. Naja gut, dann leg sie mal kurz weg. Vielleicht kann ich ja hier echt irgendwas aufheben. Irgendwas, was mir was bringt. Ich habe eigentlich gehofft, hier Wildnis betreten. Nee, möchte ich nicht. Ich habe eigentlich gehofft, hier ein Bett zu finden, wo ich mich ein bisschen... Warum läuft sie denn nicht? Wo ich mich ein bisschen ausruhen kann. Was jetzt natürlich genau das Gegenteil war. Was wäre hier? Vorratskammer. Na, dann gehen wir erstmal da rein. Ach, ein Schlüssel. Auch noch. Ja. Was hat das jetzt? Hat das jetzt was gebracht? Nö, irgendwie nicht. Vielleicht ein bisschen Erfahrung oder so. Na gut. Knöpfen wir uns den da oben mal vor. Vielleicht hat meine Tastatur wenig Batterien. Ist deswegen die Steuerung so komisch? Hey, du da! Momentan nicht erlaubt. Du kannst mich mal von wegen nicht erlaubt. Ich kann blocken, wann ich möchte, ja. Damit das klar ist hier. So. Und dich nehme ich auch mit. Aber du kommst mal bitte her. Zu mir. Warum kann ich nicht blocken? Also, ich block hier wie eine Bekloppte. Und roll mich hier auch ab wie eine Bekloppte, aber es geht nicht. Jetzt geht's. Na, roll dich doch ab. Ach, das ist ja richtig anstrengend, ey. Das werden wir noch sehen. Hey! Hilfe! Hol uns hier raus! Dafür brauchen wir den Schlüssel. Und ich bin fast abgemurkst. Das ist ja der Hammer. Das ist ja nun wirklich der Wahnsinn. Huh! Und meine Tastatur reagiert wirklich spät. Ich glaube, ich muss gleich mal die Batterien auswechseln. Das geht so nicht. Ich lege mir das hier alles mal rein. Das hat ja alles Heilung 20. So. 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 Jetzt fühle ich mich besser. Da, ja genau. Sowas wollte ich haben. Brot. Und Krimskrams. Naschzeug. Auch schön. Kuchen. Kuchen! Ich möchte hier alles haben, was da liegt. Da liegen noch Äpfel. Und Brot. Und man kann hier nicht springen. Und das... Na, nur lauf doch. Also jetzt komisch. Jetzt geht das alles. Jetzt kann ich hier rennen und springen und ausweichen und... Irgendwas ist hier komisch. Irgendwas ist hier komisch. Moment, du liegst da noch, das heißt, du hast noch was. Da ist der Schlüssel zur Kammer. Auch schön. Aber ich gucke trotzdem noch mal nach hier. Sag mal, warum bleibt die einfach stehen mittendrin? Also das geht so irgendwie nicht. Weil mittendrin bleibt die... Ich drücke die ganze Zeit W zum Vorwärtslaufen und die bleibt mittendrin immer so ruckartig stehen. Ich glaube, ich muss mal eben die Batterien von meiner Tastatur wechseln und bin dann gleich wieder zurück. So, denn jetzt ist es zwar ein bisschen dunkler als vorher und sie bleibt immer noch so komisch stehen. Also ich habe jetzt gerade die Batterien gewechselt von der Tastatur und guck mal, die bleibt jetzt hier stehen, obwohl ich W gedrückt halte. Also muss man nicht verstehen, oder? Also irgendwie... So geht das ja gar nicht. Das ist kein Zustand. Ich brauche unbedingt eine Tastatur mit USB-Anschluss. Hallo. Level up. Oh, sie hat überlebt. Haha, seht ihr das? Sie hat überlebt. Hey! Sie wollten ja eine Falle stellen, haben sie gesagt. Und
Das waren viele und die trugen Schwerter. Erzähl mal. Ja, das ist mir aufgefallen. Oh, ja, natürlich. Das war wirklich heldenhaft. Du hast mich gerettet. Und meine Taverne. Und was wäre ein Wirt ohne seine Taverne? Und du hast sogar die Gäste gerettet. Ich meine, was sollte ich ohne Gäste denn machen? Also sag mir, wenn ich irgendwas für dich tun kann. Was wollten die Angreifer? Weißt du, was diese Kerle wollten? Sie haben jemanden gesucht, aber wen weiß ich nicht. Na mich? Noch was? Wie komme ich nach Venedig? Nach Venedig? Warum nimmst du nicht einfach die große, große Brücke, die direkt hinführt? Die Straße ist blockiert, verärgert oder höflich? Naja, wir sind jetzt mal höflich. Ich habe nämlich rausgefunden, wenn wir jetzt hier einen auf Böse spielen, dann haben wir später echt Nachteile im Spiel, weil man dann nicht den entsprechenden Ruf hat und manche Leute, die reden wohl später erst mit einem, wenn man einen gewissen Ruf erreicht hat. Leider wurde die Brücke gerade durch große Steinblöcke von der Straße abgeschnitten. Ah, das ändert die Dinge ein wenig. Naja, die Brücke ist ja nun blockiert. Aber ein paar Fischer könnten unten an der Küste sein. Die Hintertür meiner Taverne führt dahin. Aber sei vorsichtig. Diese grausamen Krieger sind noch überall da draußen. Wo hab ich doch gleich den Schlüssel? Verlegt? Nein, da ist er ja. Gimme die Key! Ach, das Door. Okay. Mein I understand. Boot. Oh nein, schnell! Ich muss nach meinem Boot sehen. Tja, da sind sie weg. Neue Stufe erreicht. Das heißt, wir können Punkte verteilen. Hier, Status, da irgendwo, ne? Was war nochmal hier? Konstitution. Ist ja ein bisschen, genau, ist ja Gesundheit. Und, dann nehmen wir nochmal ein bisschen Weisheit dazu, weil später zaubern wir ja bestimmt auch. Mentale Stärke. Ach nee, brauchen wir jetzt nicht. Und wir haben jetzt wieder hier... Nee, wo sind denn unsere Fertigkeiten? Da haben wir 50 Punkte. Also wir könnten ganz schön was lernen, wenn wir denn endlich mal in Venedig ankommen würden. Hey, du da. Jetzt, wo die Ganoven fort sind, werden wir hier erstmal aufräumen. Und was trinken. Du siehst aus wie einer der Brüder, den ich vorhin abgeschlachtet habe, aber macht nichts. Bist du auf dem Weg nach Venedig? Ich bin bei den Docks aufgewachsen. Oh, was für eine schöne Zeit das war. Doch heute ist alles anders. Du solltest nicht dorthin gehen. Bleib hier, wo es sicher ist. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Wer bist du denn, du Clown? Verdammte Windmühlenbruchbude. Verfluchter Kneipenwirt. Dann kann ich endlich meine Mission erfüllen und heimkehren. Ja, über sein Problem mit dem Wirt. Was hast du für ein Problem mit dem Kneipenwirt? Er ist ein Halsabschneider. Ich bin sicher, dass er die Gäste beklaut, wenn sie nicht hinsehen. Und all seine Beute versteckt er in einer kleinen Kammer. Aber, ich kenne das Geheimnis. Wenn man 4 Steine in der Reihenfolge 1, 3, 2, 4 drückt, könnte sich jeder seine Beute unter den Nagel reißen. Wenn sie es halt wüssten. Armes Bauerngesindel. Aha.